Ja, hallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben in der letzten Folge hier mal zwei Kaffeetische schon mal für unser Kaffee hergebaut. Ich würde vorschlagen, mal rote Wolle zu besorgen. Ich würde gerne noch mal kurz hier reinschauen, was wir hier alles in unserer Truhe haben. Wir haben hier Kies, bemooste Steine, so Zeugel halt. Kürbis haben wir hier. Hier haben wir Melone. Vielleicht kann ich das auch oben lassen. Ich schau mal schnell, was wir oben haben. Ob wir da noch irgendwie Teppich oder irgendwas haben. Farbe haben wir, glaube ich, auf jeden Fall. Oder Blumen jedenfalls. Rote. Blau brauchen wir auch. Wir haben Massen an Orchideen gesammelt. Irgendwas war auch mit dem Lapis Lazuli, der ja auch blaue Farbe ist. Irgendwie. Das ist jedenfalls hellblau. Ich habe hier einen hellblauen Teppich, den tue ich mal. Tue ich den mal dahin. Das ist hier weißer Teppich und das ist hellgrau. Das tauschen wir doch einfach, damit das hier eine Reihenfolge hat. Hier haben wir nichts. Hier haben wir graue Wolle und grauen Teppich. Wir haben rote Farbe und Wolle. Okay, also mal die Wolle hierher. Die Farbe auch. Wir brauchen auf alle Fälle rot. Irgendwie rot. Ups. Rot. Und blau. Wie war denn das mit dem Blau? Hellblau. Ich weiß es wieder nicht. Boah, das Blau. Wenn ich bloß ein besseres Hirn hätte. Jo. Der Pro hat es irgendwie rausgefunden, wie es... wie man blauen Farbstoff macht. Oder was heißt nicht, wie man macht, sondern ich habe einfach schon einen gehabt. Warum habe ich dann so viele blaue Orchideen gesammelt? Ich weiß es nicht mehr. Wir brauchen jedenfalls noch Rot. Da kommen wir auch nicht drum rum. Aber ich weiß ja jetzt, dass ich einfach Knochenmehl auf die Wiese schmeiß. Und schon hat sich das dann erledigt. Oh, jetzt habe ich natürlich wieder 7. Was nicht aufgeht. Deshalb packen wir jetzt hier das nochmal rein. Ja gut, 21. Wir haben naja, noch 24 Fäden. Wie weit die reichen werden, werden wir noch sehen. Werden. Soll ich noch eine Schaufel gleich machen? Für Notfall. Ich habe auch mein Schwert, ist auch nicht mehr so, aber das ist meine Schaufel, werde ich mal machen. Das kann nicht schaden. Schwert, notfalls prügeln wir mitten. Mein Pickel auf die Monster ein oder mit der Axt. Diamant-Axt.
Naja. Den Großtier können. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Den können wir weglegen, wollte ich sagen. Und den Pfeil. Los, dann nehme ich mal mit. Also wir haben jetzt Wolle in Blau und in Rot. Ein paar andere Farben haben wir auch noch am Start. Habe ich noch Ton? Ton. Aber kein... Oder? Habe ich hier ein... Ich habe hier 64 Eisen am Start. Auch nicht verkehrt. Klopfen wir gleich mal hier rein. Machen wir das halt so. Und... Was wollte ich? Achso, ich wollte den Ton... Mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen hier. Da kriegen wir 8. Ich glaube... Ist das überhaupt das, was ich will? Ganz sicher. Da brauche ich doch was anderes, oder? Scheiße. Wie war denn das? Ich weiß es wieder nicht mehr. Es ist echt unglaublich. Wie gesagt, ich kann mir einfach diese ganzen Rezepte nicht immer gar nicht merken. Wieso habe ich den Ton Blöcke eigentlich? Habe ich das mit Behutsamkeit abgebaut? Und wie? Wie war das? Das war, ich brauche doch Ziegel. Komme ich denn zu Ziegeln? Wie komme ich zu Ziegel? Ich weiß nicht mehr. Das sind auf alle Fälle zu wenig. Was kann ich mit dem machen? Ein Block. Muss ich die, muss ich dann da mehrere haben, um einen Ziegel machen zu können? Ich weiß es nicht mehr. Ich verplempe schon wieder viel zu viel Zeit, nur um hier, ja keine Ahnung, meine Unwissenheit hier Spielraum zu geben und euch zu zeigen, wie dämlich ich bin. Das kann doch nicht sein, oder? Ich glaube, das war's nicht. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube das nicht. Ich probiere es nochmal mit 9 aus, aber ich glaube, das war irgendwie irgendwas anderes. Oder? Naja, es war mit Sicherheit irgendwas anderes. Aber was?
Weil das war es nicht. Ich brauche diese Ziegel. Ziegel. Ich werde mal kurz einen Blick auf mein schlaues Rezepte-Dings hier werfen. Einen Moment mal ganz kurz. Ich muss Ton in den Ofen tun. Also den Dingston. Den. Der muss in den Ofen, oder? So, dann einheizen. Dann krieg ich. Habe ich das nicht vorhin schon mal probiert? So sieht's aus. Okay. Ich bin jetzt einfach mal ruhig und sag nichts mehr, weil ich weiß nicht, ob irgendjemand das verstehen kann, warum ich mir das einfach nicht merken kann und so ein bisschen dumm dastehe quasi. Aber meine Güte. Wenn das immer so reibungslos laufen würde, dann wäre das nicht Eddie. Ja, auch wer meine The Hunter Primal Videos schaut, wird bemerken, dass ich durchaus, ja, hier geht schon wieder los, damit man nicht mal merken kann, in welchen Ofen ich das reingelegt habe, dass ich also durchaus auch das verplan und da laufend sterb, wieder vom Dino gefressen werde, weil ich zu blöd bin zum Schießen oder was auch immer. So bin ich halt. Bisschen verplant manchmal. Was heißt verplant eigentlich nicht? Normalerweise bin ich schon sehr korrekter Mensch. Aber gerade in so Let's Play-Geschichten hier oder sowas würde ich gerne das etwas schneller machen, wenn ich könnte. Also hier kann ich mir die Rezepte nicht merken, wie man sieht. Bei The Hunter ist es dann so, ich kann nicht die ganze Zeit durch die Welt schleichen. Ja, das ist ja sowas von langweilig, wie ich finde. Und deshalb laufe ich da immer relativ aufrecht hier quasi durch die Gegend. Und genauso aufrecht sterbe ich halt dann. Des Öfteren. Tut aber dem Ganzen, glaube ich, keinen Abbruch, weil dafür ist ein bisschen mehr los. War das nicht eine ungerade Zahl? Scheint nicht so. Packen wir mal das Zeug wieder da rein. Ich glaube, da hatte ich doch den Ton her, oder? Jetzt haben wir nämlich anstatt hellgrün, jetzt haben wir auch noch braunen Ton. Ich glaube, den hellgrünen haben wir auch mal irgendwie versehentlich gemacht. Das weiß ich das nächste Mal wieder nicht, wie man das macht. Okay. Mal einmal schnell um den Tisch rennen.
zu gucken, ob wir auch wirklich nichts vergessen haben. Schauen wir mal, wie ist das Wetter draußen? Ist es schon dunkel genug, um zu schlafen? Oder schon wieder hell genug, um erst gar nicht ins Bett zu gehen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es jetzt morgens oder nachts war da draußen. Ich renne mal runter. Habe jetzt ich blaue Wolle? Ja. Das hätte es leichtsam sein können, dass ich auch gar keine farbige Wolle am Start habe. Also Teppich meine ich natürlich. Rote Wolle, roten Teppich hinlegen. Wir müssen ja hier noch einen draufpacken. So, und schon haben wir unseren zweiten Sitzplatz fertig. Was mir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, war von oben der Blick auf diese drei. Deshalb setze ich jetzt hier einfach nochmal einen her, auch wenn dann der hier sitzt, quasi ein bisschen, naja, komm. Ich wollte gerade sagen, der sitzt dem im Weg und verhindert den Blick auf diesen kleinen schönen Teich hier, den wir natürlich hier extra angelegt haben für die Gäste, die hier sitzen. Wir könnten mal zur Abwechslung. Oh, da hinten ist ein Creeper. Aufpassen, dass uns der nicht hier alles in die Luft sprengt. Beim Moosterstein. Kies. Schaufel. Ich wollte ja hier. Ein bisschen Atmosphäre schaffen. Dass wir hier ein bisschen Weg bekommen. Und dazu hauen wir einfach hier ein paar unterschiedliche Materialien rein. Und bekommen dann schon ein bisschen, habe ich da auch ein bisschen eine Führung durch unseren Markt. Oh. Ja, das immer sparen können, das wegzuklopfen, wenn ich gar keine Stufe mehr habe. Aber wir könnten noch ein paar bauen. Ist ja nicht so. Nicht ganz gleich machen wir das auf beiden Seiten. Ja, dann machen wir aber hier zwei her. So, dann passt das auch wieder. Hier nehmen wir noch ein bisschen raus. Dann ist es natürlich so, dass hier wahnsinnig viele Leute hier vorne immer dran stehen. Und deshalb ist es hier ganz besonders abgenutzt. Hier machen wir überall Kies. Hier ein bisschen Moosstein. Oh, nochmal ein Moos. Dann haben wir hier natürlich wieder so eine abgenutzte Fläche. So, da. Und das machen wir jetzt. Auch.
Hier führen wir die Leute ein bisschen darüber. Hier machen wir ausnahmsweise mal so einen rein. Upsi Daisy. Gefällt mir das. Ich mache hier mal ein bisschen mehr rein von dem Zeug. Sonst ist es vielleicht zu vereinzelt. Wir brauchen dann sehr wahrscheinlich noch mehr Kies für diesen Platz. Es könnte sein, dass das einfach hier ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn das einfach etwas mehr ist, gell? Finde ich jedenfalls. Denn das ist halt doch einfach ein Marktplatz. Und das darf hier ruhig auch zu sehen sein. Ein Kies haben wir noch. Müssen wir mal oben gucken, ob wir noch irgendwie Kies haben. Wenn nicht, müssen wir dann irgendwann mal irgendwo einen besorgen. Ja, dann mache ich mal wieder mit, was weiß ich, mit diesem Blick einfach eine Pause und bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Eddie.